Luther. Luther. Lothar, Lothar, deine Mutter, meine Mutter. Herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City. Lang ist's her. Über 3 Wochen kam keine Folge GTA Vice City auf dem Kalle Kuschinski-Kanal und die ganze Welt fragt sich, was ist nur mit Kalle Kuschinski los? Er hat doch gesagt, er wird GTA Vice City zu Ende spielen. Und nun sind wir hier und sehen die nächste Folge. Ja, die letzten Wochen waren so ein bisschen turbulent und das würde ich auch gerne zum Anlass nehmen, beziehungsweise zum Thema dieser Folge, denn tatsächlich, ja, ist einiges passiert in der Zeit in meinem Life. Was zumindest das GTA Vice City Let's Play so ein bisschen beeinträchtigt hat. Und wir hatten ja auch gesagt, ich brauche immer oder will gerne immer so ein Thema haben, worüber das ich hier spreche. Und da kommt das eine zum anderen. Und im Endeffekt ist es dann ein bisschen aus dem Ruder geraten. Aber fangen wir mal von vorne an. Ich hatte The Main 2, das war so eine Sache, die auf jeden Fall viel. Oh Lord, hier ist jemand gestorben. Die viel Zeit beansprucht hat, zumindest an dem einen Wochenende und auch ja, Aufregung im Vorfeld und hast du nicht gesehen und sowas. Also, es sind schon Dinge, die dort mit reingespielt haben. Ich glaube, ich gehe mal kurz mir beim Taxistand nochmal eben meine Kohle abholen. Dann hatte ich Urlaub, was viele vielleicht gar nicht so mitbekommen haben, weil ich es schon geschafft habe, ein paar Sachen vorzubereiten. Vor allem auch das Visage-Let's Play habe ich ja beendet für den Urlaub. Und ja, dann war ich aber vor dem Urlaub, also unmittelbar vor dem Urlaub, war ich krank. Was halt mega kacki war, tatsächlich. Es war ein bisschen schade. Aber auch da habe ich es dann irgendwie geschafft, dann noch die letzten Folgen vorzubereiten. Was jetzt aber GTA Vice City angeht, ist das ein bisschen so auf der Strecke geblieben, weil ich so ein bisschen auch dachte, ja, die Leute wollen jetzt lieber Visage sehen und ich musste mich dann entscheiden, bringe ich Visage oder GTA und in dem Moment war, glaube ich, Visage einfach wichtiger. So. Immer hydriert bleiben, ne? Stay hydrated. Wow. Wow. Come in, my dear, and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits, and about the others who wait for you. Now, we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name, boy, must want you pretty bad, don't you think? Now, you do old Auntie Pulea Turner, maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lawman the stink eye. Mm. Look, this is all very, give me what? I think I got the wrong address. Give me these things, Tommy. The Cubans, nasty, proud foo-foos. Been making my lovely Haitian boys shake their heads. Now they told the policeman where me been stashing my powders. They think it drugs. Them stupid. Now be a good boy, Tommy, and go and get the powders for Auntie Poulet. Okay. Yeah, sure, sure. Sure, sure. Ich habe nie verstanden, warum man für die Haitianer und für die Kubaner arbeitet. Aber sie setzt mich auch direkt unter Drogen. Von daher passt das da ganz gut. So, wir brauchen hier mal eine schöne Kiste. Jetzt müssen wir so Päckchen einsammeln, glaube ich. Ich meine, hat sie auch hier gesagt. Und ja. Jetzt habe ich ja dann nach dem Beenden von Visage, ich meine, Visage ist ja noch nicht vorbei. Da kommen ja noch irgendwie 2 Episoden. Aber die sind noch in Arbeit und alle warten auf die nächsten Episoden. Und ich natürlich jetzt auch, weil Visage am Anfang echt nur, fast nur eine Qual war. Aber zum Ende hin fand ich es echt schade, dass Visage vorbei war. Oder vorbei ist für den Moment. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn die nächsten Episoden rauskommen. Da werden wir auf jeden Fall auch gut einen reinkloppen. Und schauen wir mal, wie das dann so läuft. Aber wir haben ja jetzt noch einige Folgen Vice City vor uns. Und Amnesia haben wir angefangen. Was natürlich jetzt auch eine Möglichkeit ist, auf dem Zweitkanal weiterzumachen. Ich habe tatsächlich mit Amnesia jetzt schon eine Folge rausgebracht. Und ich habe mich so ein bisschen
von vereinzelten Leuten und vielleicht von meiner eigenen Unzufriedenheit von dem Video. Alter, Alter, Bruder! Habe ich mich so ein bisschen zu sehr berieselt? Shit. Oh shit. Ich hoffe, der verhaftet mich jetzt nicht. Eieieiei. Oh, da muss man jetzt hier aber dodgen. Shit. Wie war das nochmal mit dem Rennen? So. Ja, da muss man sich jetzt so ein bisschen... Ich glaube, bei Amnesia ist das Ding... Das Ding, dass man... Oh, shit. Gönn. Dass man da einfach so ein bisschen aufpassen muss. Wie es jetzt im Endeffekt weitergeht. Ich habe gar keine Zeit mehr. Das habe ich jetzt gar nicht gerallt. Ja, shit. Muss ich nochmal machen. Fuck. Ist die Polizei jetzt wenigstens weg? Die Cops sind unterwegs, um das Zeug abzuholen. Beeil dich. Okay, dann muss... Ja, gut. Das ist halt unbelohnt, dass ich jetzt hier trotzdem Polizei an den Socken habe. Aber gut, müssen wir durch. Schnell eben refreshen hier. Also die fahren einem aber auch in die Seite und hast du nicht gesehen? Guck mal, die bumsen einen richtig weg. Die haben überhaupt keine Skrupel. Was soll denn das? Kann ich mich gar nicht so daran erinnern, dass die Polizei bei GTA Vice City so krass war. Naja. Jedenfalls, mit Amnesia werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal einen Versuch starten. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht morgen fürs Wochenende, nochmal eine Folge aufnehmen. Und dann schauen wir mal, wie dann die Resonanz ist. Weil viele haben auch dann geschrieben, hey, es wird auf jeden Fall noch gruselig. Also, chill mal deine Balls. Und ich habe irgendwie so in der Kurzschlussreaktion gleich auf Twitter geschrieben, ja, ja, vielleicht lassen wir es einfach. Weil ich glaube, die Erwartungshaltung im Anschluss an Visage war ganz, von ganz vielen, dass es jetzt so genauso krass weitergeht. Aber man muss ja auch so ein Spiel mal ein bisschen atmen lassen und auch sich entwickeln lassen. Deswegen sollten wir vielleicht... nicht Amnesia gleich wegwerfen, war auch so ein bisschen mein Fehler an der Stelle, da auf Social Media gleich so einen Wind zu machen. Aber naja, dann lernt man dann ja auch wieder draus. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass ich mich zu sehr davon berieseln lasse, was die Leute wollen. Ich muss sagen, Amnesia hat mir jetzt in der ersten Folge aber auch nicht so mega viel Bock gemacht. Nichtsdestotrotz ist dieser Kanal ja vor allem auch dazu da, dass ich mich hier einfach mal so ein bisschen freier ausleben kann, ein bisschen mehr gucken kann, hey, was gefällt mir denn noch so generell, was kann man vielleicht auch langfristig mal auf dem Hauptkanal transportieren, denn da mache ich mir halt schon meine Gedanken drum, wie es denn jetzt mit meinem Hauptkanal nächstes Jahr weitergeht. Einige haben ja auch vielleicht mitbekommen, dass ich darüber gesprochen habe, wie denn es jetzt bei Summoners Inn für mich weitergehen wird, und da muss ich auf jeden Fall sagen, und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht in Bedrängnis geraten. Siehst du wohl. Ich würde jetzt, glaube ich, einfach mal schnell... Die zerficken einen permanent! Du kommst hier nicht weg. Deswegen, ich muss jetzt mal eben... den Pain Spray rein. Ich muss. Keine Wahl. So. Uns wird's nichts. Oh mein Gott, ich bin brennend reingefahren! Und ich lebe! Unnormal! Das habe ich ja noch nie gehabt! Aber jetzt habe ich wieder keine Zeit, ne? Doch. Schau mal. Gönn! So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir zu der Tante. Oh, shit. Okay, ich muss mich mal ganz kurz konzentrieren. Kein Bock, das nochmal zu machen. Absolut nicht. Lass mich mal raus. Oh, God bless. Ja, und da wollte ich einfach mal, dass wir schauen, dass... Das war ein ganz schön hitziges Ding. Ich hol mir eben neue Rüstung. Dass ich auch einfach schaue, dass ich mich nicht zu sehr belabern lasse. Also, ich habe mich jetzt auch natürlich privat mit Leuten unterhalten, die meinen auch so, ja, also ich mache das Spiel von vorher schon besser. Oder lieber auf deinem Kanal.
Aber ich denke mir, wir geben Amnesia jetzt einfach noch eine Chance. Ich habe da jetzt irgendwie 2-3 Euro für bezahlt. Wenn es dann nach der zweiten Folge doch wirklich nichts ist für mich, dann ist ja auch okay. Aber das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Und was ich ja eben noch meinte, dadurch, dass ich jetzt bei Summoners Inn auch weiter zurücktreten werde, einige haben es vielleicht auf Twitter gelesen, ich habe mich dazu entschieden, nächstes Jahr nicht die LEC zu hosten, damit ich mehr Zeit habe, mich auf YouTube und Twitch zu festigen. Denn ich glaube, wir haben jetzt einen guten Grundstein gelegt im letzten Jahr, beziehungsweise im laufenden Jahr noch. Natürlich auch viel mit der Hilfe von Max, darf man natürlich nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Aber da, umso mehr finde ich, dass man dann da auch anknüpfen sollte und sagen sollte, ja gut, also es läuft ja scheinbar, es scheint ja irgendwen zu gefallen, dann mach doch mal richtig jetzt. Und ich finde, ich habe mir ein paar Sachen für nächstes Jahr überlegt, die ich auch wieder dann gerne erreichen will, weil ich finde, so Zielsetzung ist generell was Gutes. Wenn man sich was vornimmt, ist es generell was Gutes. Und das ist auf jeden Fall was, was jetzt nächstes Jahr für mich eine gewisse Priorität haben wird. Ich will auch sowieso generell mehr Routine in meinen Beruf bekommen. Dadurch, dass ich dann halt mal hier moderiert habe, hier ein bisschen gestreamt habe, wird es halt einfach schwierig werden, das wirklich zu planen. Und ich als reiner Influencer, sage ich jetzt einfach mal, ist es deutlich einfacher, wenn man nicht dann darauf achten muss, okay, wann sind jetzt die Worlds, wann ist jetzt hier das, wann ist jetzt jenes. Wobei ich auch sagen muss, die Worlds, die habe ich für mich nächstes Jahr nicht abgeschrieben. Also ich bin jetzt auch nicht komplett raus bei Summoners Inn als Moderator. Ich habe auch Lust, da ein bisschen kommentieren zu üben kommendes Jahr. Das ist nochmal was ganz anderes Ding. Aber das ist immer nur so punktuell. Aber dieses immer wiederkehrende Freitag, Samstag in der Analyse stehen, das würde es jetzt nicht mehr geben. Das ist jetzt erstmal weg. Und mich erleichtert das tatsächlich. Oh, sorry, I must have the wrong address. Well, you might as well come in and rest your souls and have some tea. Do you have something there for me, Tommy? Yeah. This place feels familiar to me. It's a smell from childhood, a deja vu. Now, Tommy, I'm going to whisper a little errand for you. Hear me well, aye? You look like someone I... The Cubans have fast boats they use to cross the seas with drugs. It is their livelihood. My nephew been making little flying bombs to take them out. Blow the boats to coffin wood. Thanks for the tea. Okay, ich glaube einfach, dass er gar nicht ihr helfen will. Ich habe mich vorhin ja gefragt, warum er für beide Aufträge macht. Aber ich glaube, dass er einfach mal. Also, der kommt hier rein und ist direkt high. Und ich glaube, der kommt darauf nicht klar, dass er da direkt high ist. Naja. Genau. Und ich will schon das ganze Jahr, will ich eigentlich feste Upload-Tage, feste Streaming-Tage haben. Und es war leider noch nicht so ganz durchsetzbar. Also, ich habe natürlich mich, glaube ich, in der Qualität meiner Arbeit deutlich verbessert. Aber ich glaube, da ist auch noch einiges an Luft. Und ich habe schon auch Lust, tatsächlich das Jahr jetzt noch zu nutzen, das kommende, um einfach, ja, zu schauen, wie weit können wir das Ganze hier treiben. So, das ist jetzt so meine nächste Mission. Wie weit können wir es wirklich treiben? Dieses Jahr war so für mich so ein bisschen der Grundsatz, okay, könnte es klappen, dass ich mit YouTube wirklich was anfange, dass ich wirklich YouTuber bin und regelmäßig einige Videos rausbringe, die unterhalten versuche zu gestalten. Da auch immer wieder natürlich der Kritikpunkt, hey, du bist wie Max oder so. Da habe ich mir jetzt auch natürlich meine Gedanken zu gemacht, weil es ja immer wieder auch natürlich auf den Tisch kommt. Und naja, es wäre natürlich auch schön, wenn man irgendwie für eine Sache bekannt wäre. Ich finde, mit dem Kalle Kuschinski habe ich schon so eine gewisse Richtung eingeleitet. Der Kalle Kuschinski ist schon eine krasse Figur geworden, glaube ich, so in meinem Universum. Ne, auch mit den Fab-Rollen und so. Oh, shit! Oh, fick mein Arsch. Oh, nee. Oh, nein. Oh, fick Arsch. Wie kann ich denn hier eine droppen?
habe jetzt nicht aufgepasst. Ah, 0. Okay, mit 0 droppen wir. Oh, shit. Good. Ja, das hat gut geknallt. Lass ihn nicht entkommen. Oh, das ist ja ganz schön anstrengend, du. Gönn. Gönn. Der konnte gesessen haben. Gönn. Ah, fuck! Okay, das haben wir. Das brennt. Ist eigentlich gar nicht so schwer, das Ding zu kriegen. Man muss nur Gehirn besitzen. Ah! Ah! Gut. Ja, und des Weiteren will ich mich auch einfach verbessern. Also es wäre einfach schön, wenn ich es hinbekommen könnte, so einen eigenen USP natürlich irgendwie für mich zu ergattern. Ich würde jetzt auch noch auf meinem Hauptkanal ein bisschen intensiveres Video zu dem Jahr an sich geben. Das bedeutet, ich will jetzt gar nicht hier auf meinem Zweitkanal über mein Jahr 2019 nur reden. Aber, drop the base. Oh, shit. Okay, ich habe noch einen. Gönn. Gönn. Ich habe das Gefühl, ich muss das Moped da hinten erst wegmachen. Bevor die wirklich abzischen. Ja. So viel dazu, würde ich sagen. Aber wie gesagt, es wird entsprechend noch auf meinem Hauptkanal ein Video geben, wo ich das ganze Jahr nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen werde. Was ist denn jetzt? Ah, es brennt, es brennt, es brennt. Wieso bin ich denn jetzt in der Luft so komisch? Was war das denn? Was war das denn? War auf jeden Fall irgendwie weird. Und ja. Genau. Da wird es jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage, wahrscheinlich sogar noch, vielleicht sogar noch am Wochenende. Mal schauen. Wird es das Video noch geben? Ich muss mir das morgen mal anschauen, wie viel Schnittarbeit das ist, weil wir echt viel aufgenommen haben bei The Main. Aber wie das Video im Endeffekt aussehen wird, werdet ihr sehen. Gut, ich wollte jetzt einfach nochmal kurz so ein kleines Update geben. Ich glaube, ich werde die Folge jetzt beenden. Auch wenn wir nur, in Anführungsstrichen, eine Mission geschafft haben. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, mit diesem Flugzeug zu fliegen, bin ich ehrlich. Es tut mir so leid. Ich bin, ich glaube, ich so Let's Play-technisch bei GDA bin ich der unbelohnste Spieler. Es einfach zero Fortschritt gibt. Aber ich nutze es, wie gesagt, ja auch dazu, um euch so ein bisschen was zu erzählen. Und vielleicht schauen wir einfach beim nächsten Mal wieder bei Umberto Robina vorbei. Gucken, so was er will. Machen später die Flugzeugmission. Ich hasse diese RC-Dinger. Die sind so unbelohnend. Wirklich. Gut. In dem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja, obwohl heute erst Donnerstag ist. Morgen kommt wahrscheinlich noch ein Video auf meinem Kanal. Also auf dem Hauptkanal. Und am Wochenende wird es wahrscheinlich noch Amnesia geben. Achso, wenn ihr das jetzt heute noch guckt, könnt ihr mal gerne bei mir auf Twitch vorbeischauen, weil ich jetzt heute Abend noch streamen wollte. Ich werde jetzt nach Hause gehen, nachdem ich das hier hochgeladen habe, und dann werde ich streamen. In dem Sinne, L-U-T-H-E-R, Luther, deine Mutter, bis nächstes Mal. Tschüss. Aus.